Damit willkommen zurück zu Sonic Frontiers. Ich bin ein bisschen raus, was die Steuerung und so angeht. Und ich werde auch, glaube ich, in diesem Part weniger sprechen, weil mir so ein bisschen der Hals weh tut. Nein, kein Corona. Ja. Kurz, ich muss hier alles noch. So. Ich habe jetzt hier 5 Tage, glaube ich, nicht aufgenommen, weil Dark Pictures und so. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf Lorbeeren ausgeruht. Aber wir wollen ja jetzt noch weitermachen. Und was ich im letzten Part gesagt habe, ich glaube, die Bosse spawnen wegen dem Sternschnuppen-Event neu. Ich glaube, das war der Grund, warum die halt wieder da waren. Also ich würde sagen, wir klappern jetzt noch die Schreine ab. Also ich nenne die jetzt auch Schreine. Auch noch mal so eine Medaille. Ich glaube, Medaillen brauche ich eigentlich nicht. Ich habe so viele von denen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich darüber komme. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich werde mich jetzt auch immer hin und wieder muten. Ich habe da jetzt mit dem PlayStation-Mikro teilweise negative Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, es ist zufällig, welches Mikro ich erwische, weil ich habe 3 Controller. Einmal den standardmäßigen, einmal den lilanen, der mal irgendwann im PlayStation-Gear-Store gab. Oh. Und den God of War Controller. Aber irgendwie hat jeder verschiedene Akkulaufzeiten und Mikroqualität. Deswegen. So. Ich weiß halt nicht, über was ich mit euch noch reden soll. Das ist das Problem aktuell, was ich habe. Weil im Grunde gibt es nichts zu erzählen. Nein, ich will nicht zurück. Ah, ich will zurück, so. Ich will zurück, so. Mensch. Das Ding ist, es ist halt so ein Projekt, wo du halt eher nichts machen kannst. Und ich habe die Steuerung ein bisschen verlernt. Ah, ich habe es hingekriegt, okay. Das Ding ist, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit aufzunehmen, theoretisch, weil ich habe jetzt, das ist Donnerstag, der 25. glaube ich. Ich muss erst am Dienstag wieder auf Arbeit. Beziehungsweise morgen nur kurz wegen Vertrag unterschreiben. Weil wir haben neue Arbeitsverträge bekommen. Da vorne ist noch ein Level, das können wir mitnehmen, weil ich muss ja sowieso nach oben im Norden für den Emerald. Und dann können wir auch langsam mal anfangen mit Knuckles zu sprechen. Schaffe ich das? Ah, versuch was der. Es gibt ja hier keine Leben und man verliert auch keine Ringe, wenn man runterfällt. Ist halt einfach nur ärgerlich fürs Ego. Ich habe halt gedacht, ich komme da hin, weil irgendwie komme ich so nicht dahin. Boah! Gut gelöst. War eigentlich jetzt nicht so gedacht, aber alle Wege verabredet, ne? Irgendwann müssen wir doch alle von diesen Crocs haben, ne?
200 muss ich sammeln. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Okay, gehen wir in das Level rein. Ich mute mich jetzt erstmal eine Zeit lang, während ich im Level bin, weil ich mich da konzentrieren muss. Das Ding ist, ich mute mich öfters bei meinen Videos. Ich meine, ich bin mal ganz ehrlich mit euch. Die zwei Leute, die immer gefühlt jedes Video gucken, freut mich wirklich, aber irgendwie erreicht es halt auch niemanden. Das ist halt, wenn man Gelegenheitsvideos macht und hofft, dass man gut abschneidet, ist es halt eher nicht so. Weil YouTube irgendwie nur die Großen pusht und die Kleinen, die können versauern, so nach dem Motto. Wenn du nicht vor... Warte! Mensch, ich musste niesen. Wenn du nicht vor 10 Jahren mit YouTube angefangen hast, so wie alle anderen, dann hast du es als Kleiner ganz schwer. Oh, sorry, ich bin ein bisschen müde. Eigentlich wundert mich, dass ich jetzt noch dazu komme, hier was aufzunehmen, weil eigentlich habe ich noch nicht geschlafen. Ich müsste eigentlich noch schlafen gehen. Aber ich bin irgendwie einen späten Nachmittag eingeschlafen und bin jetzt 21 Uhr aufgewacht. Und dann dachte ich mir, nutzt du mal den Tag, um noch ein bisschen produktiv zu werden. So, das war der erste. Wie gesagt, ich wäre jetzt zufällig diesen Part stimmig und auch auf diesen gelegt. Bevor er die anderen guckt. Nicht wundern, ich mache erst die roten Ringe. Das heißt, ich nehme mir Zeit. Ich nehme mir Zeit hier für jedes Level. Und im zweiten Durchlauf machen wir dann die anderen Sachen, zum Beispiel schnellste Zeit. Warte. Da war doch eine rote Münze, oder? Ich glaube, da war eine rote Münze. Toll. Nee, doch nicht. Wir haben alle. Ich glaube, jetzt habe ich was verpasst. Ich glaube, jetzt habe ich was verpasst. Ich wollte mich eigentlich muten, ne? Weil ihr meistens, glaube ich, den Zaun doppelt höre. Bei manchen von meinen Controllern ist das so. Hi. Nee, ich habe alle Münzen. Okay. Ich dachte, ich habe das verpasst. Wie gesagt, ich mache das erstmal langsam. Mir ist erstmal wichtig, alle. Wow. Mir ist erstmal wichtig, alle Münzen ins Ziel zu bringen. Der Speedrun, der kommt später. Das Ding ist, mir tut es auch leid, dass ihr immer diesen An- und Aus-Sound hört, wenn ich mein Mikro einstimme und nicht verstumme. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Wenn ich mein Mikrofon stumme und entstumme, so. Ja, ich drücke doch die ganze Zeit. Ich drücke Rennen, aber der bricht immer ab. Das kann ja ein Spaßlevel werden, du. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde Sonic sowieso auf ein überwiegend Gameplay abstellen, glaube ich. Das hatte ich nämlich schon länger im Sinn, wisst ihr? Das ist halt, ich nenne jetzt mal ein aktives Beispiel, ja? Stellt euch mal vor, ihr seid Chef einer großen Firma. Oder einer Firma, die schon jahrelang gut läuft.
Wie gesagt, einfach mal vorstellen. Und ihr habt immer eure Produkte hochqualitativ, hochwertig hergestellt. Oh, ich habe eine Münze. Hä? Ich habe doch. Welche habe ich denn jetzt schon wieder? Oh, Leute. So, warte, was wollte ich sagen? Aber dann läuft es auf einmal nicht mehr so gut am Unternehmen. Und dann müsst ihr halt ein bisschen sparen. Und so ist das für mich auf YouTube, wisst ihr? Warum soll ich mir die Mühe machen? Ich mache das ja jetzt hier schon seit Jahren. Seit Jahren lade ich hier Gameplays hoch, weil ich Spaß dran habe. Nicht, weil ich auf Klicks aus bin. Aber wisst ihr was, wenn ich sehe, dass es halt trotzdem irgendwie nicht verbreitet wird, dann ist mir der Aufwand irgendwie auch nicht wert, wisst ihr? Aber dann lasse ich das auch sein. Und deswegen würde ich sagen, halt mit Mikro, dass ich das ab den nächsten Part ein bisschen reduziere. Wirklich nur, wenn wir irgendeinen Bossfight oder so haben, können wir das machen. Hey, das war die Münze, die habe ich doch vorhin schon gesammelt. So, jetzt aber. Oder wir reduzieren es ab jetzt. Aber so in Bosskämpfen und Sequenzen und so, da würde ich dann halt trotzdem weiterhin labern. Aber so während wir hier alles erkunden, ich weiß halt nicht, auf 5 Sekunden muss ich noch, 5 Sekunden muss ich noch sparen. Das war so halt meine Überlegung, wisst ihr, ich meine, ein klassisches Let's Play ist es ja dann nicht mehr, weil dann meine Stimme wegfällt. Aber wisst ihr, wenn ich sehe da halt auch keine Zukunft drin. Das ist aber verkantet hier. So, warte, ich mute mich jetzt, während ich mich jetzt hier auf die. Das ist zum Beispiel so eine Stelle. Ich mute mich jetzt hier, weil ich mich jetzt hier auf die Bestzeit konzentrieren muss. Warte, so warte. Hier Bereiche, die ich eigentlich vorher noch gar nicht gesehen habe. Also dieses Level, das könnte schwierig werden, die Bestzeit zu holen. Hier gibt es so viele mögliche Wege. Oh, ich hasse das, Junge. Dann baut doch das mal besser ein, dass man da so flawless rüber kann. Das geht nicht. Entweder greife ich mich an dem fest oder ich falle in die Nadel.
Boah, war das knapp. Eieiei. So, jetzt können wir rein theoretisch hier hin. Ach nee, warte mal, hier komme ich ja nur hin, wenn ich hier lang gehe, oder? Ah, ja, stimmt. Ach, ist das bitter. Ja gut, dann gehen wir nochmal zurück. Aber wir haben letztendlich trotzdem hier gut Fortschritt gemacht. Wo muss ich denn hin? Da. Falls ich das übrigens nicht gesagt habe beim letzten Mal, ne? Beim Sternschnuppen-Event-Part. Die 100 lila Münzen, die habe ich schon. Das habe ich gar nicht so gecheckt, weil bei diesem, wo wir diese Sternschnuppen eingesammelt haben, hat doch die ganze Zeit so ein Roulette gedreht. Und da haben wir die ganze Zeit lila Münzen bekommen. Ah, Mist. Müssen wir halt noch 200 für diesen Krog sammeln. Das waren 200, nicht 100, by the way, deswegen sage ich es jetzt nochmal. So. Lass mich raten, der Wand hoch. Also das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ist da irgendwas, was ich nicht verstehe? Wie willst denn du... Wie stellen die sich denn das vor? Irgendwas verstehe ich hier nicht. Also ich stehe gerade mächtig auf dem Schlauch. Gibt es da irgendwas, was ich nicht verstehe? Hä? Rundkick. R2 in der Luft.
Probieren wir das mal. Ah, nee, den habe ich gar nicht freigeschaltet. Verstehe ich nicht. Was muss ich denn hier machen? Das Ding ist, ich starte ja hier unten. Also ist es ja eigentlich gewollt, dass ich irgendwie. Aber das Ding ist doch demoliert, oder nicht? Einzige Lösung, also anders hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. Guck dir mal an, wie viele Medaillen wir hier noch auf der Karte hatten. Oh, Junge, wann willst du denn hier mal fertig werden? Das ist ja Wahnsinn, was es hier alles gibt. Ah, gut, Medaillen brauchen wir nicht. Weil im Grunde. Haben wir, glaube ich, schon alle, die wir mit Knuckles brauchen. Ansonsten kann man ja immer noch holen. So, jetzt waren wir ja hier schon mal im vorletzten Part, oder? Ja, doch. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Weil diesmal können wir auch hier was erreichen. Beim letzten Mal konnte man hier nichts erreichen. Boah, war das knapp. Denn das ist der einzige Weg zum gelben Emerald. Und das ist unser Ziel heute. Da wir den beim letzten Mal noch nicht freigeschalten hatten, ist er jetzt frei. Und da sind wir wieder. Ich bin hier.
Ja, genau dieses Tempo auch schon dieses. Gucke, jetzt ist er als X, also als frei markiert. Kann man den schon holen? Ich glaube, den weißen Emerald kann man noch nicht holen, der leuchtet noch nicht. So, dann booste mich mal. Also das geht ja eigentlich auch relativ fix, oder? Guck mal, wir haben jetzt schon Verteidigung 49. Verteidigungslevel 49 von 99. Ich habe nebenbei auch einen Timer laufen, sodass ich sehe, wann ich aufnehmen muss. Aber wie gesagt, mir geht auch so der Gesprächsstoff aus. Das ist halt auch so ein Grund, warum ich sagen würde, ich nehme Sonic ab sofort als Gameplay-Projekt auf. Das heißt, einfach nur, damit ihr seht, wie es weitergeht, aber halt wenig Gelaber. Das ist halt so mein aktueller Fahrplan. Wisst ihr, ich kann doch nicht, sag ich mal, 50 Parts über irgendwas reden, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch so die Idee, dass ich das umstelle. Ich werde auch einen angepinnten Kommentar machen mit diesem Zeitstempel hier, wenn ich es nicht vergesse, wo wir dann so anfangen, darüber zu reden. Aber das Ding ist, selbst wenn ich sage, ich muss diese Dinger hier nicht sammeln, diese Medaillen und so, ne? Die muss ich ja auch nicht sammeln. Ich habe mehr als genug. Trotzdem finde ich, dass halt diese Schienen, die hier sind, finde ich immer spaßig entlang zu fahren. Ja, siehst du, ich fange schon wieder an, dummes Zeug zu reden. Vergesst es einfach. Vergesst es einfach. Ist das ein Boss? Den habe ich, glaube ich, schon mal besiegt. Den besiege ich jetzt nicht nochmal. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Das Ding ist, wir haben noch 30 Minuten Zeit. Wenn ich jetzt sage, ich stecke die 30 Minuten darin, dass ich hier diese ganzen Crocs aufgebe. Ich habe 96, aber ich weiß nicht, ob ich halt schon welche ausgegeben habe. Wir sind in der Nähe. Warte, wir beobachten das mal. Ich gehe jetzt mal hier runter. Nee, jetzt habe ich. Oh, wow, was für ein Timing. Jetzt habe ich die Trophäe erhalten, dass ich die 200 gesammelt habe. Ich wollte nämlich wissen, ob die 96, die da stehen, ob das quasi die insgesamte Anzahl ist, von denen ich eingesammelt hatte, oder ob das der aktuelle Status ist, wie viel ich jetzt noch habe. Was kostet denn so einer? 97 hatte ich jetzt. 10 kostet einer. Ja, dann gibt es ja mehr als genug. Aber es müsste halt auch mal einen Weg geben, das schneller zu machen, weil gucke mal. Ich glaube, ich gehe jetzt voll auf Ringstufe, oder?
Warte, ich würde mich mal, wenn ich hier diesen X-Knopf drücke, das hört jetzt so auf, doll, glaube ich. Aber ich sag mal so, wenn einen so ein Upgrade 10 so eine Crocs kostet, dann geht das ja schnell, dann können wir das ja jetzt noch machen. Ich guck noch mal nach. Ja, kostet echt einer, ein so ein Upgrade kostet 10. Es gibt ja so eine Trophäe, dass man überall 99 erreichen muss, wie auch immer das geht. Wir können aber so ein bisschen rumtricksen, ne? Wir können uns das einfacher machen. Also gut, jetzt kann ich nicht mehr. Wir können uns das ja noch einfacher machen, ist mir nämlich so eingefallen. Wir können nämlich sagen, dass wir erstmal die Ringe voll machen. Und wenn wir die Ringe voll gemacht haben, dann können wir ja alles bei dem anderen Typen davon ausgeben, dass wir die Upgrades machen. Also wir können ja die Upgrades umtauschen, dass wir sagen, wir möchten gerne Ringkapazität haben oder so. Hier war ich auch schon so oft. Aber ich jetzt jedes Mal neue XP, ne? Hier war ich doch schon mal. Hier gab es doch diese lila Münzen. Das weiß ich noch ganz genau. Ich liebe diesen Luftdruck. Und wir haben 51 Level-Up-Dinger. Das heißt, wir können jetzt, ich finde das Menü immer nicht, hier dieses teuerste Ding kaufen. Schmetterkombo. Wenn Sonic von einem Angriff zurückgeworfen, drücke die angezeigten Befehle, ehe er auf den Boden landet. So greift er sofort mit Schmetterkonter wieder an. Und wir kriegen sogar ein Tutorial. Also drücke X, nachdem ich getroffen werde. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Vor allem, ich bin in der zweiten Welt, ja, und habe jetzt schon fast alle Upgrades. Und zwar deswegen, weil es hier einfach XP ohne Ende gibt. Du findest hier diese XP-Punkte so schnell. Teilweise kannst du erreichen, einfach das Spiel neu zu starten und dann sind da diese Behälter wieder. Also hier ist noch ein bisschen XP-Inflation. So, als nächstes brauche ich Stufe 30. Guck mal, allein für die Dinger, die lassen ja auch. Ah, schade, das war kein Schmetterkombo. Schmetterkonter, ich sag mal Kombo. Die geben mir auch so oft XP, nicht immer, aber. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden. Hat gereicht. Aber ich frage mich, wie ich an diese anderen Dinger rankommen soll. Die Dinger, die jetzt gesperrt sind. Wisst, was ich meine? Hier diese Mensch Minigames, sag ich mal. Warum habe ich denn so Probleme, immer Wörter zu finden? Ich
verstehe nicht, was ist denn mit mir los? Genau. Wir machen das so, ab dem nächsten Part gibt es weniger Commentary, damit ich einfach mich mehr sammeln kann, was meine Wörter angeht. Weil irgendwie stehe ich so oft auf dem Schlauch, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. So, wir gehen jetzt als nächstes. Warte, zeig mal, was ist denn hier noch? Wir können jetzt eigentlich auf dem direkten Wege zum Dings gehen. Ja, dann machen wir das. Ah, die Render-Distanz, und dann regen sich Leute über Pokémon auf. Guck mal, wie spät das hier aufploppt. Ach komm, ich nehme auch noch mit. Nein, 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 nein. Verpiss dich. Hey, den Ort kenne ich doch. Hier waren wir doch, wo wir das Stern-Schnuppen-Event hatten. Genau, hier war das. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich da hinkomme, weil irgendwie führt hier gerade kein Weg nach Rom, wie es eigentlich sein sollte. Muss ich mal gucken, wie ich hier rauskomme. Okay, das ist nicht einfach, tatsächlich. Boah, das ist eine Kopfnuss. Was sagt die Uhr? Wir haben noch 20 Minuten, okay. Ich überlege gerade, man könnte es, glaube ich, auch andersrum machen.
Wenn ich so anfange. So, nee. Ich muss unten anfangen. Das ist fest. Ah ja, jetzt habe ich's. Aber guck mal, wir haben hier noch zwei Schreine, die wir nicht machen können. Aber die Karte ist doch soweit aufgedeckt. Sind die vielleicht optional? Weil das hier deckt ja zum Beispiel das auf. Aber angenommen das hier, angenommen ich würde das hier machen, dann würde es doch hier irgendwo in der Nähe was aufdecken. Aber hier ist doch schon alles. Ich glaube, das ist optional. Oder man braucht diese Fähigkeit, die man hier so kriegt, wenn man diese Storyline mit Knuckles beendet. Wo wir mit Amy doch fertig waren, haben wir doch auch was bekommen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ist das ein Boss? Oder was ist das? Nee. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Ach, hier hoch. Ich wollte eigentlich hier hoch, aber wie komme ich da hoch? Boah, ich war doch schon mal bei dem blauen Emerald oben. Wie kommt man denn da noch mal hoch? Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ich da schon mal oben war. Hier. Ich habe gedacht, der ist da. Ja, der ist hier unten in der Bergspalte. Na dann sammeln wir den auch noch ein. So, fehlen noch drei Emeralds. Wir können jetzt ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können ja jetzt versuchen, noch das Level zu machen und dann ist Feierabend für heute. Von ist nämlich Welt 2.1. Ah, hier, das habe ich doch letztes schon mal gesehen. Ah, hier. Einfacher hier hochzukommen als gedacht. Hier sind noch ein paar Crocs, die können wir mitnehmen. Zählt einer von die Dinger wirklich als 1? 17. 18. Ja. Kein Wunder, dass es von denen so viele gibt, wenn 1 10 kostet.
Oh nee, ich hasse 2D-Levels. Bei 2D-Levels in diesem Sonic-Game, wohlgemerkt, ich korrigiere meine Aussage, finde ich 2D echt schlimm. Weil du so viel verpasst, weil es noch schwerer ist. Und du kannst noch leichter was verpassen. Ja, siehst du, da waren wir schon wieder dabei. Da war schon die erste Münze, die ich verpasst habe. Ja, Mann, alles für Münzen. Wunderbar. Oha, first try. Nice. So, was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich, warte mal, wir haben noch 10 Minuten Zeit im Schnitt. Irgendwo müssen sich hier noch Level verstecken, die ich nicht sehe. Aber die Map ist einfach völlig überladen mit Medaillen. Kann man die, warte mal, Nebenstory. Portale. Ja, es gibt eine Portalkarte. Aber ich habe alle gesehen im Moment, die ich sehen kann. Ach, das sind Inselrätsel. Das ist irgendwas anderes. Die sammle ich auch noch ein, wenn das geht. Angelplatz. Willst denn du ja angeln? Ich habe gesehen, es gibt ein Tutorial fürs Angeln. Und da gibt es, also ich meine, da gibt es eine Trophy für. Eine Trophäe, aber ich habe bisher noch überhaupt noch keine Angelmöglichkeit gesehen. Hier vorne ist noch eine Herausforderung, da können wir langsam hingehen. Warte mal. Bla. Ach, den habe ich schon. Die Emeralds, die hier sind, die vier. Die habe ich schon. Kann man die nicht auf der Karte entfernen dann? Ist ein bisschen irritierend. Dann laufe ich jetzt Richtung da hinten. Dann machen wir die Herausforderung noch irgendwann. Jetzt demnächst.
Also Sonic Frontiers wird noch lange auf meinem Kanal, glaube ich, bleiben. Also ich werde das, glaube ich, durchziehen. Es ist zwar nicht einfach für mich, wie gesagt, weil das so ein langes Projekt wird, aber ich glaube, ich werde es durchziehen. Das hat Sonic Frontiers eigentlich aber auch verdient. Das ist ein mega nice Spiel. Bekommt nur teilweise zu wenig Aufmerksamkeit. Oder habt ihr Vorschläge für ein Themenprojekt, dass wir sagen, wir quatschen einfach über das, was euch auf der Seele brennt, was ihr wissen wollt? Habt ihr irgendwelche Fragen? Können auch ausführliche sein, aber nicht zu privat. Ihr könnt schon ruhig fragen, ob ich die dann dran nehme, ist was anderes. Aber wenn ihr Fragen über mich oder sonstige Fragen, aber dass ich mal so quatschen soll, dann sagt mir Bescheid. Dann können wir das sehr gerne machen. Dann habe ich auch was, worüber ich quatschen kann, während ich hier zocke. Gucke, das meine ich, so viel XP, die hier rumliegen. Du kriegst die Fähigkeiten, Punkte für mich hinterhergeschmissen. Weil ansonsten, wie gesagt, habe ich ja schon in den ganzen Partys gesagt, ich weiß, ich habe keine Struktur in meinen Videos. Ich habe überhaupt keine Struktur in meinen Videos. Ich sage alles doppelt und dreifach. Das hat so viele Gründe. Einmal bin ich total vergesslich. Ich habe Alzheimer, glaube ich. All sowas. Wir können uns ja auch mal den Boss hier vornehmen. Das ist ja auch ein Boss. Was sagt die Zeit, mein Minuten? Könnte knapp werden. Ach komm, wir besiegen noch Strider. Das andere ist zu weit weg. Da weiß ich sowieso gerade nicht, wie ich da hinkomme. Warum kriege ich da Damage? Das verstehe ich nicht. Chill doch mal, holy shit, Alter, ist der schwer. Der wird zum Kotzen, also wirklich. Den zu besiegen, holy shit. Oh, aber die Zeit geht uns aus. 4 Minuten noch. Okay, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao.